Hallo liebe Bücherfreunde, ich bin Anni, noch habe ich ganz viel Energie. Willkommen zu einem neuen 24-Stunden-Lesemarathon. Es ist Donnerstagnachmittag, in einigen Stunden gehe ich ins Bett, um in sehr viel weniger Stunden danach wieder wach zu werden für eine neue 24-Stunden-Challenge, denn es ist das lange Osterwochenende, ich habe ein paar Tage frei, um mich gut vorzubereiten und vor allen Dingen gut zu erholen im Nachhinein. Und meine Freundin Anni hat mich gefragt, ob ich Lust habe, noch einmal so eine Challenge zu machen. Und wer mich ein bisschen kennt und wer mir schon eine Weile folgt hier auf YouTube mit meinen Büchervideos, der weiß, dass ich einer Sache nie Nein sagen kann. Challenges. Lese-Challenges. Und was soll das Motto für diese Challenge sein? Subabbau. Ich glaube, das ist ein guter Moment, um nochmal all die Bücher anzuschauen, die auf meinem Sub darauf warten, endlich gelesen zu werden. Und um es ein bisschen spannender zu machen, habe ich eine Vorauswahl getroffen und die anonymisiert. Und deswegen habe ich jetzt hier einige Bücher, die ich in Zeitungspapier eingepackt habe und dabei auch Unterstützung von meiner Schwester bekommen habe, damit ich mir nicht merken kann, was wo drin ist. Hier sind jetzt Bücher, die nicht allzu lang sind, damit es auch die realistische Chance gibt, das ein oder andere oder noch ein drittes während dieser 24 Stunden zu beenden. Ich habe auch ehrlicherweise schon ein bisschen vergessen, was hier alles drin ist. Die sehen jetzt auch irgendwie dicker aus, als sie vorher aussahen. Und ja, das ist jetzt auch nur ein kleines Intro, denn um 4 Uhr klingelt der Wecker. Oder um kurz vor 4, denn um 4 Uhr geht die Challenge los. Das heißt, dann werde ich mir eins von diesen Büchern aussuchen, um damit in den Lesemarathon zu starten und mal schauen, womit mich mein Schicksal überraschen wird. Okay, es ist 4 Uhr und ich muss mir ein erstes Buch auswählen. Und ich sag noch nicht guten Morgen, weil es fühlt sich einfach an, als wäre ich mitten in der Nacht aufgewacht. Und ich glaube, ich nehme jetzt einfach hier das unterste, was daran liegt, dass ich mitten in der Nacht aufgewacht bin. 4 Uhr ist keine Uhrzeit, um aufzustehen. Ich jetzt hier gerade versuche, Zeitungspapier nicht kaputt zu machen. Oh! Dragon Pearl von Yoon Ha Lee. Das ist ein Buch aus der Rick Riordan Presents Reihe. Ich glaube, das ist mehr Sci-Fi als Fantasy. Und es geht um Min, die von einer Familie aus Fuchsgeistern abstammt. Sie darf keine Fuchsmagie benutzen und immer menschlich aussehen. Und es geht um einen Planeten namens Jinju, auf dem sie lebt, dem sie gerne entkommen möchte. Ja, ich glaube, ich verplemper jetzt keine Zeit damit, den Klappentext zu lesen, sondern fange einfach selber an, das Buch zu lesen. Und wir sehen uns später nochmal. Es ist 8:30 und ich habe Dragon Pearl von Yoon Ha Lee beendet. Das heißt, ich kann jetzt ein bisschen mehr darüber erzählen, worum es in diesem Buch geht. Unsere Hauptfigur ist Min. Sie ist 13 Jahre alt und lebt auf einem Planeten, der zu den 1000 Reichen gehört, aber leider bei seiner Erschaffung nicht fertiggestellt wurde, sodass er nicht besonders lebenswert ist. Dort gibt es nicht genug gutes Wasser und die Luft ist sehr staubig. Und in diesen 1000 Welten gibt es halt jede Menge Planeten, die mehr oder weniger bewohnbar sind. Ihr Bruder hat sich für die Space Forces gemeldet, das heißt, er lässt sich im Moment beim Militär ausbilden und dann kommt jemand in das Haus der Familie und teilt mit, dass er desertiert ist, was sie überhaupt nicht glauben kann. Die Familie sind Fuchsgeister in einer Welt, in der es tatsächlich übernatürliche Wesen gibt, von denen auch jeder weiß, aber Füchse haben einen sehr schlechten Ruf, weil sie eben in der Lage sind, andere zu bezaubern und jegliche Form annehmen können. Das heißt, da gab es halt in der Vergangenheit oder in den Mythen und Geschichten jede Menge, die das ausgenutzt haben. Und dann verschwindet Min, weil sie nämlich als 13-Jährige ihr Temperament nicht besonders gut unter Kontrolle hat und sich in Schwierigkeiten bringt und dann beschließt, ihren Bruder zu suchen und zu beweisen, dass er kein Deserteur ist. Und
Es ist ein sehr schnell erzähltes Abenteuer, das, glaube ich, an einigen Stellen ein bisschen hätte langsamer laufen können. Man hat irgendwie viel erlebt. Ich persönlich hätte mir gewünscht, einiges ein bisschen tiefer erleben zu können, also ein kleines bisschen mehr über die Welt zu erfahren. Auf der anderen Seite ist das ein Middle-Grade-Buch, also für Kinder und Jugendliche, und ich glaube tatsächlich, da ist das völlig ausreichend. Wenn man sich in diese Perspektive versetzt, dann ist das ein sehr mitreißendes, fantastisches Buch, das so irgendwo zwischen Fantasy und Sci-Fi hängt und damit tatsächlich auch eine ganz spannende Geschichte erzählt. Und es ist der Auftakt einer Serie, bei der ich ehrlich gesagt nicht so richtig weiß, in welche Richtung es laufen könnte, weil ich so das große Ganze nicht gut genug verstanden habe. Also wer sind die Guten, wer sind die Bösen, was sind hier eigentlich die verschiedenen Seiten. Aber für das, was es ist und für das, was jetzt in den ersten, Gott, 4,5 Stunden damit erlebt habe, war das auf jeden Fall eine spannende Lektüre. Ich werde jetzt duschen und frühstücken und mir dann ein neues Buch aussuchen. So, geduscht und gefrühstückt, und ich fühle mich jetzt tatsächlich um einiges wacher, und ich habe jetzt hier ein neues Buch ausgewählt. Okay. Okay, das hätte ich mir für mich selber wahrscheinlich heute nicht ausgewählt. Ich habe hier Kate Kowalskis Die geflohene Geschichte. Das ist ein Buch, das ich über meine Schwester geschenkt bekommen habe, denn sie hat mir ja zum letzten Geburtstag ein Bücherabo von unserer lokalen Buchhandlung geschenkt, die mir einmal im Quartal ein Buch aussuchen. Und das hier ist ein Buch, in der es um eine fiktive Schriftstellerstadt geht, und Kate Kowalski ist in diesem Fall die Autorin und die Hauptfigur. Es geht um eine magische Stadt, die vom Erzählen der wunderbarsten Geschichten lebt. Eine junge Schriftstellerin, die erfährt, dass eine ihrer Figuren ein Verbrechen begangen hat. Und ein fantastisches Abenteuer, das die Grenzen von Fantasie und Realität sprengt. Das sind jetzt 400 Seiten, und ich würde sagen, wir starten direkt. Ich komme zwar nicht besonders schnell zurecht, ich habe jetzt 136 Seiten von Die geflohene Geschichte gelesen, aber ich finde es richtig, richtig gut. Einfach, also ich weiß noch nicht so genau, ob mir die Handlung am Ende gefallen wird, da wird noch ganz, ganz viel kommen, aber einfach die Kommentare über die Bücherwelt. Wir sind gerade in einer Buchhandlung, und unsere Figur wird gefragt, wie viele Meter Bücher sie haben möchte, weil sie nämlich dort Bücher als Metaware verkaufen, für Leute, die ein leeres Bücherregal haben, für Leute, die ein Lesecafé eröffnen wollen, für Leute, die jemanden zum Essen eingeladen haben, den sie beeindrucken wollen, und dann werden Bücher geliefert, und zwar so, wie man sie haben möchte. Farblich sortiert, nach Genre sortiert, nach Thema, alt, neu, groß, klein, mit vielen Bildern oder ohne, ganz wie man will. Das ist nur so einer der Punkte in diesem Buch, wo es einfach um Bücher und Geschichten als solches geht. In Capitolo tauchen, wie gesagt, immer wieder Figuren auf, die ihren Geschichten entkommen, was keine gute Sache ist, weil man als Autor dafür nämlich tatsächlich angeklagt wird. Die Figuren werden nicht gerne gesehen. Es wird so ein bisschen darüber gesprochen, dass das eine Alltagsflucht, eine Flucht in die Fantasie ist, die ja von der Gesellschaft nicht so gerne gesehen wird, was natürlich in sich schon ein eigener Kommentar ist. Und es werden ganz, ganz viele Bücher und Autoren und Figuren erwähnt, die man kennt. Und immer wenn es eine ist, die ich tatsächlich selber kenne und die ich gelesen habe, dann ist das irgendwie ein ganz schöner Moment. Und deshalb, ja, es ist irgendwie so ein bisschen ein Krimi, weil wir eben versuchen, diese von Kate Kowalski geschriebene Figur, die in Capitolo angekommen ist und angeblich einen Mord verübt hat, zu finden. Aber irgendwie geht es vor allen Dingen einfach um Bücher und was sie uns bedeuten. Und diese entflohenen Figuren sind ja irgendwas, was wir, glaube ich, alle schon mal geträumt haben. Also, dass man so seine Lieblingsfiguren tatsächlich treffen könnte. Und das finde ich ein ganz, ganz spannendes Konzept. Und bisher gefällt mir das Buch wirklich richtig gut. Es ist jetzt kurz vor 11:30. Das heißt, es sind schon ganz schön viele Stunden vergangen. Und ich merke auch, wie ich immer mal wieder müder werde und mich dann wieder rausarbeite und dann wieder ein bisschen müder werde. Aber ich glaube, das Buch wird mir Spaß machen. Und deswegen lese ich weiter. Und dann gibt es bald auch irgendwann Essen. Nummer 2 ist beendet, und das war tatsächlich ein
eine krasse Leseerfahrung und ich versuche in Worte zu fassen, was ich fühle. Dieses Buch ist ein Buch über Geschichten und in diesem Buch ist auch nochmal eine Geschichte drin. Und es ist auf der einen Seite eindeutig ein Fantasy-Buch, weil es eben um Romanfiguren geht, die in die Realität kommen und damit auch viel Magie und Zauber mitbringen. Aber es ist eigentlich eine Art Krimi, eine Art Mystery-Buch, weil sich Kate Kowalski eben damit beschäftigen muss, welche ihrer Figuren da in die Welt gekommen ist und welche Agenda sie eigentlich verfolgt. Und da geht es halt dann um ihre eigene Vergangenheit und um das, was sie selber erlebt hat und wie sie damit umgegangen ist. Und daneben geht es auch eben viel um Geschichten und was für Geschichten erzählt werden sollten und welche Geschichten die Welt braucht und welche Geschichten man verschweigen sollte und was diese Figuren mit uns machen. Und irgendwie ist das ein wirklich richtig besonderes Buch, das ich kaum in Worte fassen kann. Aber ich bin froh, dass ich es jetzt gelesen habe. Ich hätte es wahrscheinlich noch eine ganze Weile im Schrank stehen lassen, wenn ich es jetzt nicht durch Zufall ausgewählt hätte. Und das hat es tatsächlich nicht verdient. Das ist was wirklich ganz Besonderes. Und ich weiß auch nicht, wem ich dieses Buch empfehlen möchte. Geschichtenliebhabern, Personen, die mysteriöse Geschichten gerne mögen, die sich gerne hineinziehen lassen in diese ganzen Anspielungen auf andere Geschichten, weil so viele Figuren und Autoren genannt werden. Es ist so ein bisschen schwierig zu definieren. Es ist so ein Genre-Mix irgendwie, aber es ist halt, wie gesagt, was Besonderes. Und damit wähle ich jetzt ein weiteres Buch aus, das ich lesen werde, nachdem ich eine kleine Lesepause gemacht habe, weil ich nämlich Lust habe zu backen und dieses Sofa unbedingt mal verlassen muss. Dann schauen wir mal, was ich als nächstes lese. Okay. Ein weiteres Fantasy-Buch im Labyrinth der Draken. Das ist dann Band 4 von Lady Trent's Memoiren. Und damit kann ich leben. Nach 17 Uhr, also haben wir schon 13 von 24 Stunden geschafft und ich habe schätzungsweise ein Viertel von Im Labyrinth der Draken, den vierten Teil der Lady Trent Memoiren, gelesen. Ich habe gerade eben, ich glaube, eine Dreiviertelstunde mit Anni telefoniert, weil wir uns so ein bisschen gegenseitig motivieren wollten und darüber gesprochen haben, was wir bisher so gelesen haben und wie es weitergehen soll. Und jetzt lese ich in diesem Buch hier weiter und ich bin wirklich, wirklich froh, zurück in dieser Welt zu sein. Ich mag Isabella einfach wahnsinnig gerne als Figur. Und die Art zu schreiben, dieser wissenschaftliche Bericht und das Ganze als Memoiren mit ihren eigenen Kommentaren über das, was so passiert ist, ist einfach so erfrischend anders. Und es ist fast ein bisschen schade, dass das der vorletzte Band ist. Gleichzeitig ist die Geschichte wieder total spannend. Wir sind dieses Mal in der Wüste, denn Isabella und ihr Forschungspartner sind damit beauftragt, ein Zuchtprogramm zu entwickeln. Und das ist gar nicht mal so einfach, weil sie natürlich wie immer auf gesellschaftliche Schwierigkeiten stößt, denn in der Gesellschaft, in der sie dort eben jetzt zu Gast sind, ist eine strikte Trennung zwischen Frau und Mann zum Beispiel vorgesehen. Wir sind auf alte Bekannte bereits getroffen, das Ganze hat also eine gewisse Dynamik und ich habe festgestellt, dass dieses Buch tatsächlich zu den schönsten Gesamtpaketen visueller Art gehört, weil es einfach diese wahnsinnig schöne Rundumgestaltung hat und in dem Buch sind tatsächlich auch Illustrationen zu finden. Zum Beispiel hier. Die das Ganze irgendwie noch mit ein bisschen mehr Bildmaterial und Magie unterstreichen. Und Drachen sind tolle Geschöpfe und es macht richtig Spaß, dieses Buch zu lesen. Und im Moment bin ich auch überhaupt nicht müde. Also ich nutze diese Welle, solange sie eben schwappt. Ich habe Im Labyrinth der Draken beendet und es war richtig, richtig gut. Es hat mir so viel Spaß gemacht zu lesen. Es hat sich so cool entwickelt und
Am liebsten würde ich jetzt in der Serie direkt weiterlesen, was nicht geht, weil ich mir ein neues Buch von meinem verpackten Stapel aussuchen muss. Und außerdem hätte ich die Serie dann beendet. Und irgendwie möchte ich jetzt noch ein kleines bisschen warten, bis ich das tue. Aber es war richtig cool. Es hat mir super viel Spaß gemacht, diesen neuen Abenteuern zu folgen. Und es haben sich so coole Dinge ergeben. Und ich glaube, dieser fünfte Band, der wird ein richtig cooler Höhepunkt für diese Serie sein, in der es um Lady Isabella Trent geht, die ihr Leben nacherzählt. Sie ist eine Frau, die sich gegen sämtliche gesellschaftliche Konventionen durchsetzt und Drachen erforscht, weil das ihre absolute Leidenschaft ist. Und ja, sie hat schon diverse Abenteuer hinter sich und diese führen sie eben in die Wüste. Und sie versucht ein Zuchtprogramm aufzubauen und muss dabei aber vor allen Dingen erst einmal viel darüber lernen, wie sich Drachen überhaupt paaren, wie Eier gelegt werden, wie Eier ausgebrütet werden. Und diese Mischung aus wissenschaftlichen Erkundigungen und gesellschaftlicher Kritik, die sie ausübt, weil sie eine Frau ist und einfach immer schlecht behandelt wird von den Wissenschaftlern und allen anderen Männern sozusagen. Das ist eine mega besondere Mischung und dieser Schreibstil, dieser Tonfall, der macht einfach echt riesengroßen Spaß. Und damit habe ich jetzt drei Bücher beendet. Es ist kurz nach 8. Es sind also noch 8 Stunden. Vielleicht schaffe ich noch zwei Bücher. Es kommt so ein bisschen drauf an, was ich jetzt ziehe. Und ich suche mir mal schnell ein Buch aus. So, das ist. Okay. Maggies Stiefvater, wie Eulen in der Nacht. Es geht also weiter mit meinen Fantasy-Büchern. Und auch das ist gar nicht mal so lang. Keine 300 Seiten. 299 Seiten. Ja, ich würde sagen, ich lese direkt weiter. Der Geisterstunde und ich habe Wie Eulen in der Nacht von Maggie Stiefvater beendet und das ist ein klassisches Maggie Stiefvater Buch, weil es einfach voll von Atmosphäre und wunderschöner Sprache und Wundern ist und in diesem Fall tatsächlich Wunder im wortwörtlichen Sinne, denn es geht um Wunder, es geht um eine Familie in Colorado, nahe der Wüste, die Wunder wirken kann. Und an diese Wunder ist aber auch immer geknüpft, dass man sich seiner eigenen Dunkelheit stellen muss. Und das funktioniert in den letzten Jahren nicht besonders gut, sodass es viele, viele Pilger gibt, die zur Familie Soria kommen und eben ihre Dunkelheit nicht überwunden bekommen. Und die Familie darf dabei nicht helfen, weil sie sich nämlich sonst ihrer eigenen Dunkelheit stellen muss. Und die ist viel größer und viel schlimmer als die von anderen Menschen, sodass sie ja, nebeneinander her existieren und eigentlich nicht mehr miteinander interagieren. Und dann kommen zwei Männer auf, ja, auf die Farm, wollte ich gerade sagen, ist glaube ich keine richtige Farm, in den Ort und verändern alles irgendwie. Und es ist ganz ruhig erzählt, geradezu sanft. Man lernt wahnsinnig viel über ja, die dunklen Geheimnisse und die Abgründe, die man selber hat, aber so viel über Hoffnung und so viel über Miteinander und einfach Güte anderen Menschen gegenüber. Das ist ein Buch, das viele vielleicht nicht abholt, weil es halt wirklich so ruhig erzählt ist und weil irgendwie nicht so viel passiert und man ganz, ganz viel irgendwie mit sich selber ausmacht. Aber Maggie Stiefvater kann einfach richtig, richtig gut schreiben und deswegen, ja, war dieses Buch irgendwie wie so eine Umarmung. Also es hat richtig gut getan, das jetzt zu lesen. Ich bin müde. Sind jetzt halt noch 4,5 Stunden. Und irgendwie glaube ich nicht, dass ich noch eins von den dickeren Büchern schaffen werde, die ich hier liegen habe. Einige von denen sehen ganz schön dick aus. Und deswegen habe ich jetzt die strategische Wahl getroffen, das Dünnste zu nehmen, was hier ist, was. Also ich habe eine Idee, was es sein könnte, aber es ist so eine 50-50-Geschichte. Und ich habe Glück gehabt, würde ich sagen. Das Buch, was es ist, ist Hier könnte das Ende der Welt sein von John Corey Whaley.
Und das habe ich empfohlen bekommen von Laura, die auch mit mir im Buchclub Die Fantastischen Drei ist. Ich glaube, letztes Jahr irgendwann haben wir uns über Bücher unterhalten, die ja, uns gut gefallen haben. Und sie hat gesagt, bei einem Buch, von dem ich erzählt habe, dass das was für mich sein könnte. Es geht um Cullen, 17, gelangweilt, pessimistisch, wütend und unglücklich verliebt. Und dann überschlagen sich die Ereignisse in seiner sonst quälend verschlafenen Kleinstadt. Ich bin gespannt darauf. Es sind tatsächlich nur 213 Seiten. Das ist also ein Buch, das ich definitiv in diesen letzten 4,5 Stunden noch auslesen kann. Und ich glaube fast, dass es keinen Sinn machen wird, danach noch irgendwas anzufangen. Aber gut, wir fangen jetzt erstmal an und schauen, wie weit wir kommen. Und dann gibt es ein Abschlussfazit oder nochmal eine Zwischenmeldung oder Schlaf oder alles. Guten Morgen am Samstag nach meiner 24-Stunden-Challenge, die in Summe dann tatsächlich ja nur 22 Stunden und 11 Minuten gedauert hat, weil ich nämlich um diese Uhrzeit Hier könnte das Ende der Welt sein von John Corey Whaley beendet hatte und ziemlich durch war, weil, also mit dem Buch durch und mit meiner Energie durch und auch mit meiner Motivation durch, weil ich mich durch dieses Buch hier ziemlich quälen musste. Es erzählt die Geschichte von Cullen. Cullen ist 17, er scheint mit der Schule fertig zu sein, er hat einen jüngeren Bruder und lebt in einer sehr kleinen Stadt namens Lilly in der Nähe von Memphis. Und dann erzählt dieses Buch irgendwie mehrere Geschichten auf einmal, die sehr lange gar nicht wirken, als hätten sie irgendwas miteinander zu tun. Denn es geht zum Beispiel darum, dass ein Nachbar von Cullens Familie einen Specht vermeintlich entdeckt hat, der eigentlich längst ausgestorben ist. Und dann bricht in dieser Stadt so ein bisschen eine Spechtmanie aus, weil alle versuchen, dieses Tier zu finden. Und gleichzeitig verschwindet aber auch Cullens jüngerer Bruder und keiner weiß, wohin. Die Polizei findet keine Spuren und über mehrere Wochen hinweg ist er einfach weg. Und weil er deutlich älter wirkt, als er tatsächlich ist, wird er auch als Ausreißer abgestempelt und keiner vermutet etwas Schlimmeres dahinter. Cullen steht seinem Bruder sehr, sehr nahe und die ganze Familie ist ziemlich mitgenommen von diesen Ereignissen. Und dann gibt es noch so eine andere Geschichte über mehrere Figuren hinweg, bei der ich über diese 212 Seiten keine Ahnung hatte, was das eigentlich sollte. Es ging zuerst um einen jungen Mann, der als Missionar nach Afrika reist, der das Ganze dann aufgibt, weil er irgendwie nicht das Gefühl hat, wirklich was helfen zu können, der zurückkommt zum Studieren, da dann jemanden trifft, dessen Weg verfolgen wir dann weiter. Und generell ist das es hopst die ganze Zeit zwischen Dingen hin und her. Irgendwo mittendrin hat es einen Zeitsprung gemacht, den ich nicht verstanden habe. Die Figuren sind mir überhaupt nicht nahe gekommen, also auch Cullen nicht, der aus der Ich-Perspektive sehr, sehr viel erzählt. Also ich glaube, das soll so ein sehr quirky junger Typ sein, der irgendwie versucht, ein Buch zu schreiben oder zumindest Buchtitel sammelt. Aber er hat mich eigentlich nur genervt. Das ganze Buch hat mich irgendwie genervt. Ich weiß nicht, was das für eine Geschichte erzählen sollte. Ja, deswegen endete das an der Stelle tatsächlich mit so einem richtigen Lowlight. Aber zumindest ist das Buch jetzt runter von meinem TBR und das ist ja auch schon mal eine gute Sache. Was ich dann im Laufe des Tages gestern festgestellt habe, ist, dass alle 5 Bücher, die ich gelesen habe, und das sind die 5 Bücher, die ich gestern gelesen habe, dass die alle Aufgaben aus dem Magical Readathon tatsächlich versammeln. Und so konnte ich dann tatsächlich jedes dieser Bücher auch noch dafür loggen. Für Hier könnte das Ende der Welt sein, konnte ich den Prompt für Conjuration verwenden, weil das nämlich als Aufgabe war, eine Empfehlung von einem Freund oder einer Freundin zu lesen. Und genau das war das ja. Nacht habe ich mit Ferrero Küsschen begonnen und damit habe ich die Aufgabe Start a Book with a Snack für das Fach Artificiary geschafft. Für Restoration sollte man eine Zufallsauswahl treffen, sodass das erste Buch, das ich zufällig aus diesen verpackten Büchern ausgewählt habe, ja ideal dafür ist. Spells and Incantations, dafür sollte man ein Buch lesen, das zwischen 389 und 415 Seiten hatte und die geflohene Geschichte hatte 410 oder 411.
11, genau, sodass das ideal passte. Und für das Fach Law sollte man ein Buch mit einer Karte lesen. Und in dem Buch Im Labyrinth der Draken gibt es eine Karte von Akien, wo wir uns in der Wüste aufgehalten haben. Sodass ich tatsächlich rein durch Zufall extrem weit im Magical Readathon gekommen bin. Und damit diesen Vlog tatsächlich auch für diese April-Pläne machen konnte. In Summe bin ich wirklich zufrieden mit den Büchern. Ich habe hier einmal 2 Sterne, einmal 3 Sterne, einmal 4 Sterne und zweimal 4,5 Sterne. Und das ist doch tatsächlich ein super erfolgreicher Lesetag gewesen. Und irgendwie war ich mir auch zwischendurch nicht sicher, ob das eigentlich nach vielen Büchern aussieht. Aber ich glaube, wenn man mal ernsthaft drüber nachdenkt, 5 Bücher in einem Tag, das ist schon ganz schön gut. Und damit sind wir am Ende von diesem Vlog angekommen. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet, wenn dieses Video rauskommt, schöne Ostertage und konntet tolle Bücher über das lange Wochenende lesen. Ich verabschiede mich natürlich zurück in die Welt der Bücher. Wir sehen uns nächste Woche wieder für ein neues Video.